Die Bestimmung der Abrasivität von Lockergestein dient dazu, Erkenntnisse über die Abriebeigenschaften von Gestein und Gesteinskörnungen zu erhalten. Infolge der Abrasivität von Böden kann unter anderem der Verschleiß von Abbauwerkzeugen abgeschätzt werden. So werden zum Beispiel bei Vortrieben mit Tunnelbohrmaschinen im Lockergestein die am Schneidrad installierten Abbauwerkzeuge durch den anstehenden Boden abgenutzt und es kann aufgrund der Abrasivität des Bodens zu Verschleiß an den Abbauwerkzeugen kommen. Um die Abrasivität von Böden zu bestimmen, steht keine deutsche Norm zur Verfügung. Daher wird für verschiedene Gewerke, wie zum Beispiel die Untertagebauarbeiten oder die Schlitzwandarbeiten, folgende Kennwerte auf Basis der Versuchsdurchführung nach der französischen Norm NF P18579 angegeben. Der Abriebwert ABR und der Brechbarkeitskoeffizient BR. Dieser Versuch wurde am französischen Laboratoire Central des Ponts et Chaussées entwickelt, weshalb der Versuch auch LCPC-Versuch genannt wird. Die Durchführung und die Auswertung des Versuchs werden im Folgenden vorgestellt. Zur Durchführung des Versuchs wird ein Wärmeschrank, eine Waage, die auf zwei Nachkommastellen genau einwiegt, Prüfsiebe der Größe 1,6 mm, 4 mm und 6,3 mm, ein spezieller Stahlflügel, eine Bodenprobe von mindestens 2 kg und das eigentliche Prüfgerät für die Abriebeigenschaften benötigt. Dieses Gerät besteht aus einer Stahlschale, einem speziellen Stahlflügel und einem Antriebssystem. Zunächst muss die Bodenprobe vorbereitet werden. Gemäß der französischen Versuchsvorschrift werden für den Versuch aus einer getrockneten Probe 500 Gramm der Korngrößenfraktion von 4 mm bis 6,3 mm genutzt. Bodenkörner mit einem kleineren Durchmesser als 4 mm werden für den Versuch nicht genutzt. Bodenkörner mit einem Durchmesser größer 6,3 mm können gebrochen und der danach resultierende Anteil mit einer Kornfraktion von 4 mm bis 6,3 mm genutzt werden. Die jeweiligen Korngruppen erhält man durch Trockensieben der Probe. Der Stahlflügel definierter Größe und Stahlgüte wird zunächst mit einer Messgenauigkeit von 0,01% eingewogen. Dieses Gewicht wird als Masse MP1 bezeichnet. Anschließend wird der Stahlflügel an der Antriebsachse montiert. Danach wird ein Behälter genormter Größe angebracht. Anschließend erfolgt das Einfüllen der Bodenprobe, sodass der Stahlflügel mit Boden bedeckt ist. Anschließend rotiert der Stahlflügel mit 4500 Umdrehungen pro Minute für insgesamt 5 Minuten. Dabei findet ein Verschleiß am Stahlflügel statt. Nach der 5-minütigen Versuchsdurchführung wird der Stahlflügel wieder ausgebaut, von Bodenresten gesäubert und anschließend gewogen. Dieses Gewicht wird als Masse MP2 bezeichnet. Abschließend kann der Masseverlust des Stahlflügels bestimmt werden. Die Bodenprobe wird danach entnommen, durch ein 1,6 mm Sieb trocken gesiebt und der Rückstand auf diesem Sieb grammgenau eingewogen. Nun wird der Masseverlust des Stahlflügels ermittelt und auf die ursprüngliche Probenmenge von 500 Gramm bezogen. Der Masseverlust ergibt sich aus der Masse des Stahlflügels vor der Versuchsdurchführung minus der Masse des Stahlflügels nach der Versuchsdurchführung. Mittels des Massenverlustes
in Gramm bezogen auf die Masse der Probe in Tonnen wird der Abriebwert ABR in Gramm pro Tonne ermittelt. Zur Bestimmung des Brechbarkeitskoeffizienten BR wird die auf dem 1,6 mm Sieb verbliebene Masse bestimmt und von der Masse der ursprünglichen Probe abgezogen und diese Differenz auf die ursprünglichen Probenmasse von 500 Gramm bezogen. So wird der Brechbarkeitskoeffizient BR in Prozent ermittelt. Nun sehen Sie, wie der Versuch durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet werden. Zunächst wird die zu untersuchende Bodenprobe gesiebt und die Kornfraktion von 4 bis 6,3 mm entnommen. Aus dieser wird eine Probe von 500 Gramm erstellt. Nun wird der Stahlflügel eingewogen und das Gewicht dokumentiert. 45,78 Gramm. Dies ist die Masse MP1. Dann wird der Flügel montiert und nach Anbau des Behälters und Einfüllen der Probe wird das Gerät für 5 Minuten angeschaltet. Nach dem Versuch wird das Gerät wieder demontiert und der Flügel eingewogen. Nun beträgt das Gewicht 45,36 Gramm. Dies ist die Masse MP2. Abschließend sieht man noch die Bodenprobe durch ein 1,6 mm Sieb und wiegt den Durchgang. Dieser beträgt hier 197,92 Gramm. Zur Bestimmung des Masseverlustes des Flügels dienen die beiden Massen MP1 und MP2. Das heißt 45,78 Gramm minus 45,36 Gramm sind gleich 0,42 Gramm. Diesen Wert nutzt man, um den Abriebwert ABR zu bestimmen. Dafür wird der Masseverlust auf die Probenmenge von 500 Gramm umgerechnet in Tonnen bezogen. 0,42 Gramm durch 0,0005 Tonnen sind gleich 840 Gramm pro Tonne. Der Abriebwert ABR kann nun auf Basis einschlägiger Literatur klassifiziert werden, wie zum Beispiel nach der dargestellten Bezeichnung der DGGT, dem Arbeitskreis 3.3 und der Empfehlung Nummer 24. Der hier untersuchte Boden wird nach dieser Einteilung mit einem Abriebwert von 840 Gramm pro Tonne als hoch eingestuft. Um den Brechbarkeitskoeffizienten BR zu bestimmen, wird der Durchgang durch das 1,6 mm Sieb auf die Gesamtmasse bezogen. 197,92 Gramm durch 500 Gramm sind gleich 0,3958 beziehungsweise 39,58%. Mittels der vorgestellten Versuchsdurchführung kann also die Abrasivität des Bodens mittels des Abriebswerts ABR und des Brechbarkeitskoeffizienten BR bestimmt werden. Die bei verschiedenen Gewerken unter anderem für die Einteilung des Baugrunds in Homogenbereiche beziehungsweise zur Abschätzung des Verschleißes wichtig ist.